wirklich sehr schön aus. Es ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber nach wie vor grafisch ein wirklich sehr schönes Spiel. Ich bin natürlich sehr gespannt auf den nächsten Teil. Aber auch schon dieser Teil hat mir sehr gut gefallen. Ich spiele ja nicht so häufig, ich spiele ein zweites Mal. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Ja, wir wissen ja auf jeden Fall, dass noch andere überlebt haben vom Schiff. Allerdings sind wir jetzt wo ganz anders und müssen erstmal uns orientieren, wo wir überhaupt sind. Oh. Okay. Ganz langsam. Ja. Das sieht nicht sehr stabil aus. Oh. Gerade auch wieder erschreckt. Okay, komm. Es geht weiter. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Ja. Okay. Jetzt tut sie die ganze Zeit so leid mit dieser schlimmen Wunde, die sie da hat. In der Taille. Oh, die Arme. Und in diesem Spiel ist es auch leider nicht so. Okay, was ist das? Das ist ein Flugzeug. In diesem Spiel ist es auch nicht so, dass wir uns einfach mal heilen und dann die Wunden weg sind. Die großen Wunden behält sie nämlich durch das ganze Spiel hinweg. Okay. Ist auf jeden Fall hier irgendwie weiter. Oh! 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 Eh! Oh Gott! Okay. Jetzt. Ach, da weiter. Okay. Wow. Oh. Ja, sie ist nicht nur scheiße dran, sie hat auch noch mal verdammt viel Glück. Ich hatte damals auch gar nicht alles gesammelt. Ich versuche mal, weil es gibt ja Artefakte, die man sammeln kann. Und ich versuche hier einfach mal jetzt ein bisschen vielleicht genauer drauf zu achten im Laufe des Spiels. Aber es kann sein, dass ich trotzdem einiges übersehe. Verzeiht mir das bitte. Aber es ist einfach trotzdem eine sehr umfangreiche Welt. Und man übersieht hier doch recht schnell irgendwas. Da wollen wir aber nicht hin. Nee. Da wollen wir nicht hin. Werden wir hinaufklettern. Drücken Sie im Sprung Leertaste, um an flachen Wänden hochzuklettern. Hinaufzuklettern. Hier sind ziemlich viele Flugzeuge abgestürzt, wie man sieht. Wir sind also auf jeden Fall nicht in der Tasche. Wir sind nicht die Ersten, die hier gestrandet sind. Okay, Sam ist jemand, den wir kennen. Und da ist ihre Tasche. Das heißt, vielleicht war sie hier. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Jetzt ein Funkgerät. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Das wird sehr wahrscheinlich in die Richtung sein, denn in viele andere Richtungen können wir sowieso nicht gehen. Ich schaue gerade noch, ob hier irgendwas liegt, was wir vielleicht
mitnehmen können, aber ich sehe nichts. Oh. Oh nein! Ah. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hätten mit E uns noch retten können. Vielleicht habe ich auch einfach zu spät gedrückt. Vielleicht ging es aber auch grundsätzlich nicht. Okay, da hängt irgendwas in den Bäumen. Das sieht nicht sehr nett aus. Aber das heißt, wir sind auf der Insel definitiv nicht alleine. Ah, da ist eine Feuerstelle. Sieht verlassen aus. Und uns ist kalt. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Aber haben wir irgendwas zum Anmachen von dem Feuer? Wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, wir müssen irgendwas finden. Ah ja, doch, wir hatten ein Streichholz. Ein verdammtes Streichholz. Es hat geklappt. Jetzt muss er noch das Feuer entbrennen. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitney. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel,
Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Umsetzen. Frau gegen Wildnis, suchen Sie nach Nahrung. Ich muss etwas zu essen finden. Und neues Lager entdeckt, geschützter Grat. Ja, wir sind also nicht ganz unschuldig daran, dass wir hier gestrandet sind. Allerdings, wer weiß, vielleicht ist es ja die Insel, auf die wir gesucht haben. Noch wissen wir nicht, wo wir gestrandet sind, aber das wird sich sicher bald klären. Und ich meine, es deutet ja schon darauf hin, dass wir uns auf jeden Fall in diesem Bermuda-Dreieck befinden. Wir haben ja die ganzen Ruinen der Flugzeuge gesehen. Okay, schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall... Oh, da war ein Hirsch. Wir brauchen Nahrung. Oh Gott, armer Kerl. Appetitlich. Den Bogen kann ich brauchen. Den können wir definitiv brauchen. Frau gegen Wildnis, finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Und diese Waffe haben wir gefunden. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir an die Waffe dran? Da ist auch eine Hütte. Irgendwas ist da. Ah, da sind Pfeile. Die nehmen wir auch schon mal direkt mit. Was ist? Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ah, da sind noch mehr. Ich brauche eine Waffe. Noch mehr Pfeile. Die nehmen wir auch mal direkt mit. Jetzt schauen wir mal, wie kommen wir da hin? Ah, ich sehe schon. Ich glaube, wir müssen ein bisschen klettern. Weiß nicht, ob wir hier irgendwie rein können. Nee, das geht scheinbar nicht. Aber wir können hier hoch. Und dann können wir vielleicht da oben hin. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Ich schaff das. Warten wir, bis es hier hinkommt. Ah, ja. Au. Nicht sehr appetitlich, aber... Den Bogen brauchen wir. Den brauchst du nicht mehr. Provisorischer Langbogen. Neue Ausrüstung erhalten. Funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Halten Sie... Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Erlegen Sie einen Hirsch. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Ich denke mal, das werden wir auch machen. Ich wollte noch mal ganz kurz hier oben hin. Denn ich hatte gesehen, dass da auch noch ein anderer Weg ist. Wollte schauen, wo der uns hinführt. Okay, da wäre auf jeden Fall noch Pfeile. Irgendwas höre ich hier. Ich sehe aber noch keinen Hirsch. Kann hier aber auch erstmal runter. Oh, da liegt auch noch irgendwas. Oder? Ja.
Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Okay, wir haben also eine Art Tagebuch gefunden. 1 von 6 Informationen aus Kriegszeiten gefunden. Soldat Oni-Verfolger. Aus dem Tagebuch eines Soldaten. Er erwähnt Oni, Dämon der japanischen Folklore. Was könnte es wirklich gewesen sein? Ja, auf jeden Fall klingt es danach, als wären wir schon auf genau dieser Insel, wo wir hin wollten. Oh, haben wir eins übersehen? Ich sehe gerade, dass da oben steht unentdeckt. Das könnte sein, dass vorher noch irgendwo eins lag. Kann natürlich nur sein, dass wir da dieses auch nicht mehr finden werden. Wäre ein bisschen schade, aber gut, so ist das. Okay, hier war aber jetzt jedenfalls nichts mehr direkt. Da waren wir gerade drin. Könnten wir hier hoch? Wir sollten noch nicht vergessen, dass da hinten auch noch Pfeile waren. Gar nicht, ob wir hier weiter lang sollen. Oder ich gehe erstmal da unten lang. Irgendwo genau da waren die. Ich hatte die doch gesehen von da oben. Und, oh, wir können auch hier weiter lang gehen. Was ist denn hiermit? Was können wir damit machen? Ah, da ist der Hirsch. Und so können wir zielen. Wir könnten versuchen, eigentlich den von hier aus zu treffen. Mal schauen, ob das klappt. Ah ja, wir haben ihn erwischt. Ah, aber er läuft natürlich weg. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, das wird nicht reichen, dass wir den von... Dass wir den Pfeil so weit schießen. Das wird eher schwierig. Oh, da ist der nächste Hirsch. Tut mir leid, aber... Oh, oh, oh. Nicht weglaufen. Na, immer noch. Er lebt immer noch. Schauen, vielleicht erwischen wir den ja... Ah, wir haben ihn erwischt. Sehr gut. Es tut mir natürlich ein bisschen leid um die Hirsche. Ich werde jetzt auch keine weiteren umbringen. Schau mal noch kurz, ob hier noch irgendwas ist. Können wir da lang? Okay, wir können da scheinbar nicht lang, weil wir nicht hindurchkommen. Laufen wir mal zum Hirsch und holen uns das Fleisch. Ja, wir haben ja noch kein Messer zum Schneiden oder so. Mal schauen, wie wir das dann gleich auseinandernehmen können. Ah, da sind auch noch Pfeile. Sehr schön, mitnehmen. Die sind auf jeden Fall sehr nützlich in diesem Spiel. Ach, der arme Hirsch. Entschuldige. Sicherlich nicht einfach. Kehren Sie okay. Mit dem Fleisch ins Lager zurück. Zum Lager. Wir können hier aber noch schauen. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Okay.
Ja, ich habe schon gesehen, dass wir auf jeden Fall in die Richtung wieder zurück müssen. Aber bevor wir das tun... Oh, was war das denn? Das kann ich mitnehmen. Das waren irgendwelche Kräuter oder Pflanzen. Machen wir das auf jeden Fall. Und ich schaue natürlich, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir aufsammeln können. Oh, da ist ein Hase. Ob wir den auch erwischen können? Ah, der läuft weg. Noch einen Hirsch wollen wir eigentlich nicht erjagen. Den haben wir. Ja. Es tut natürlich immer mir sehr weh, wenn ich Tiere, selbst wenn es nur im Spiel ist, umbringen muss. Aber in diesem Spiel ist es leider notwendig, damit wir überleben können.